Hier, ja. Guck mal, das ist der Drecksack. Voll gut, oder? Ja. Gemacht, ne? Hänsler, schnelle Nummer. Macht mal heute wieder eine Pause. Hinter die Kulissen von Grill den Hänsler, das haben wir schon mal in Magdeburg gemacht. Jetzt sind wir aber in Köln im Studio, wo wir eigentlich die meiste Zeit drehen. Und da dachte ich, nehmen wir euch heute mal mit, hinter der Kamera, Jonathan, der wird das Ganze begleiten. Zwei Tage, also wir mischen zwei Sendungen zusammen, nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr hier Bilder aus der Sendung sieht. Zeige euch mal, wie es hinter den Kulissen aussieht, versuchen ein paar Promis vor die Kamera zu bekommen, Laura natürlich, und schauen auch, ob ich die Sendung gewinne oder nicht, wir werden schauen. Und jetzt aber erstmal das Wichtigste, wenn ich in Köln bin, ist Hotel, morgens Sport und dann Mittagessen. Und da zeige ich euch jetzt den Platz, wo ich immer Mittagessen gehe und jetzt entdeckt habe, dass der mit die geilste Pizza hat. Los geht's. Ja, jetzt gehen wir den klassischen Weg jeden Tag. Hier gehen wir den hier über den Rhein rüber. Ey, und jeden Tag hier lang geht, denke ich, echt so eine geile Idee. Und ich glaube, ab und zu werden welche geknackt, damit die Statik der Brücke nicht irgendwann leidet. Aber es ist optisch. Jedes Mal wieder guckst du hin und freust dich drüber. Die Welt? 2015. Petra und Marie von 2002. Petra und Marie von 2002. Guck mal, du. Wo hängt meins eigentlich? Lustiger Side-Effekt, mal eins so, hier Mario Barth-mäßig deckt auf. Hier unter ist das Symphonieorchester und übt. Und wenn die üben, darf man da nicht lang gehen oben, weil das dann zu laut ist. Das hat man beim Bau anscheinend nicht angemerkt, aber jetzt stehen da immer Ordner und dann darf man da nicht drüber lang gehen. Das ist geil. Sag mal so, ne? Hätte besser laufen können. La Cantina nach Pasquale. Gehört Pasquale, mittlerweile ein guter Freund von mir. Der ist leider nur im Urlaub. Aber seine bezaubernde Tochter Antonella ist da. Und wir sind eigentlich fast jeden Mittag hier. Und drin müssen wir gucken, wie wir filmen können. Das habe ich auch gestern. Aber ich sage euch eins, die Pizza zeige ich euch gleich. Eine glatte Eins. Jetzt gehen wir erstmal rein. Gemischte Vorspeisen machen wir immer. Tomate, Mozzarella. Normalerweise ist er voller. Wir sind schon am Essen. Schinken, Salami. Und dann kommt gleich wirklich die ich finde, im Moment beste Pizza. Also ich habe früher nie Pizza gegessen, muss ich sagen, aber im letzten halben Jahr habe ich angefangen, irgendwie Pizza zu essen. Und gleich werden wir sie sehen. Und dann könnt ihr mal selber hier hingehen und testen. Ich finde die mega. Oh, guck mal hier, oh, eine Bianco. Ich sage eins, beste Pizza La Cantina. Da Pasquale, ich schwöre es euch. Guten Appetit, ne? Jetzt sind wir auf dem Weg ins Studio. Verkehrstechnisch immer ein bisschen schwierig in Köln, muss man sagen. Ich bin wirklich der Letzte, der kommt, weil ich kann eh nichts üben, machen, gucken. Das Studio kenne ich schon in- und auswendig, deswegen ich komme hin, wird ein bisschen schick gemacht, dass ich ein bisschen frischer aussehe und dann geht es direkt in die Sendung rein, auch wirklich kurz vorher erst. Und vielleicht zeige ich auch noch die Küche. Die zeige ich auch noch gleich in der ersten Pause mal, ganz in Ruhe. Ne? Darf man halt eigentlich nicht anmachen, diese App, ne? Ich weiß. Ne? Ich muss feststellen, es ist nicht mein Handy, was hier klingelt, ne? Das ist klar. Und Bischof wieder mit seinem Bing, ey. Mit euch Auto fahren ist echt anstrengend. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Läuft die Kamera noch? Das habe ich nicht mitbekommen. Geh mal, müssen wir jetzt halt. Oh, Milo, oh, was für Bilder. So wenig Schnuddelkram hast du gemacht heute, ne? Was meinst du? Was? Na du Penner? Verkabelung läuft. Früher war es viel schöner, gab es so Ansteckmikrofone. Ich werde mich im Leben nicht an diese Headsets gewöhnen, aber sie sind mittlerweile irgendwie besser angeblich, wo ich das nicht verstehen kann. Früher gab es hier so kleine Dinger, jetzt hat man so ein Ding an den Ohren. Einmal Kopf bewegen. Ne? Toi, toi, toi. Danke, danke, danke. So, das wenige Haar wird jetzt noch mal in Form gebracht. Man muss dazu sagen, ich bin heute zu spät gekommen. Weil wir den Mann hinter der Kamera im falschen Hotel abholen wollten. Ne? Eigentlich ist deine Schuld. Also jetzt gehen wir mal rüber. Ach ja, mit Jäckchen, damit Opa sich nicht erfriert. Gut zuhören heute. Oh Gott, was ist wieder? Ich kriege schon wieder Angst. Ne? Sehr, Coach Alexander heute. Wir nehmen es für YouTube mit. Ist das okay für dich? Ja, gerne. Okay. Genau, ne? Heute zum zweiten Mal bei Grill. Ja.
und schwer motiviert. Absolut. Heute gehen wir mal den Sieg nach Hause. Das viele Coaches, wo ich immer denke, ja, schön, dass sie da sind, aber es gibt auch Leute, die einfach sympathisch sind, wo man gleich so merkt, passt. Dankeschön. Ne? Dankeschön. Jetzt sind wir ungefähr 20 Sekunden, bevor die Sendung losgeht. Laura schon draußen, Regisseur gibt eine Anweisung. Dann wird gleich dieses Gehirn in Hänster gespielt. Alle drehen durch, weil sie sich freuen. Aber die Zuschauer sind immer geil, immer ausverkauft von alleine. Und dann werde ich gleich reingerufen. Aber so sieht das hier hinten aus. Hier warte ich immer. Jetzt erzählt sie, was für ein unfassbar toller Koch ich bin. Und dann höre ich gleich meinen Namen. Und dann geht's raus. Jetzt muss ich raus. So, ihr habt ja gerade zum dritten Mal gewonnen. Ja. Ihr kriegt ja jedes Mal wieder 9 oder 10. Wer von euch beiden ist eigentlich der bessere Koch? Oder wer gibt da den Takt an? Beide gleichwertig. Also wir knien uns beide rein. Ich glaube, daran liegt es. Wir finden auch so wie heute, auch in der Vorbereitung, wir finden sofort immer so die kleinen Baustellen, die eben besser liegen. Ihr gewinnt jedes Mal völlig zurecht. Das ist jedes Mal echt großes Niveau, was ihr da abliefert. Wir bereiten uns wirklich vor. Also wir trainieren. Das merkt man auch. Spaß. Ja, ihr habt auch mal geile Gerichte. Wir haben auch Bock, was Geiles zu machen. Ja. Wir haben auch Bock, irgendwas zu machen, was dich ein bisschen fordert. Ja, nochmal. Weil du hast natürlich einen knallharten Vorteil, weil du ein Pro bist. Ja, klar. Gut, ne? So. Sehr schön. Ja, war echt mal geil. Respekt, muss man mal sagen. Finde ich auch. Ärgerlich, aber Respekt. Nächster Gang. Was soll ich sagen? Die Bosshaus haben zum dritten Mal angetreten, zum dritten Mal mich geschlagen. Aber man muss wirklich sagen, die kochen auch richtig gute Jungs. Richtig, richtig gut. Die machen sich vorher, glaube ich, richtig Gedanken. Ist natürlich auch, wenn du zu zweit in der Küche bist, kannst du gut aufteilen. Aber der Teller sah super aus. Ich glaube, das Match Bosshaus und der Coach, so. Und dann verdient gewonnen. Das heißt jetzt beim Spiel angreifen und möglichst das Dessert gewinnen. Oh Gott, wenn es so weit schon ist, dass das Dessert gewinnen muss. Dann weiß ich mal, dass die Sendung bis jetzt noch nicht so gut lief. Ja, wenn der Warm-up macht, hier ist alle nicht zu halten. René, Warm-up war seine Zeit und viele sind Radio-Moderator, immer eine Sensation. Wir haben auch andere Warm-up, auch alle gut. Aber wenn ich in die Sendung reinkomme und René ist am Start, dann weiß ich einfach, da ist einfach eine andere, die sind anders gebrieft. Die finden mich vielleicht gar nicht so geil, wie ich immer denke, sondern es liegt an seiner Arbeit. Ich muss an der Stelle kommen und dir mal bedanken. Eine Symbiose. Ja, ist es auch, genau, ne? Das verstehe ich einfach gut. Ne? Also, ich komme gleich vor, wir kommen nach vorne und machen ein freches Tänzchen. So, Impro-Gang ist vorbei und man muss sagen, das war wieder einer dieser Impro-Gänge bei Grill & Hänster, wo ich mich danach immer frage, welcher es ausgedacht hat. Weil meine eigentliche Strategie beim Impro-Gang ist immer, ich hänge nicht immer an eine Zutat ran. Also es gibt eine Zutat von den drei, wo ich immer sage, die ist meine Hauptzutat und da packe ich das andere irgendwie drunter. Aber wenn dreimal Scheiße ist, ist immer schwierig. Und deswegen habe ich ihn jetzt richtig schön verloren und werde jetzt hoffentlich eine Aufholjagd. Aufholjagd starten. So, was soll ich sagen? Sendung zu Ende. Lief gar nicht heute. Hier, guck mal, wir gehen mal da rüber gerade. Hier. Guck mal, das ist der Drecksack. Gut gemacht, ne? Danke. Ja. Ich habe dich gegrillt. Guck mal, wir nehmen doppelt auf. YouTube und für Instagram. Wow. Crazy. YouTube. Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Und ihr habt aber auch stark gekocht heute, muss man sagen. Hohe Wertung. Ein harmoniesüchtiger Mensch. Es tut mir im Herzen weh, dass ich dir jetzt wehgetan habe. Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Aber ich fand es auch schön, dass du das letzte Mal hier warst bei uns. Ja. Und ich hoffe, dass ich dich nie wiedersehe. Ja, das wird auch. Ich will auch jetzt, wenn ich irgendwo Gast bin, immer fragen, ist Pierre im Krause da? Ja, dann komme ich nicht. Ja, okay, gut. Ja. Geil gekocht. Sicher. Ich komme wieder. Ja, Hilfe. Nee, was jetzt noch passiert, man macht für Fernsehzeitschriften nur so kurz Fotos machen, dann geht es zurück in die Umkleide und dann werde ich die Niederlage verdauen und hoffentlich gut schlafen. Da sind wir wieder. Impro-Gang vorbei. Am heutigen Muttertag-Special, was wir heute haben. Was bedeutet, dass die Promis ihre Mütter dabei haben. Und diesmal auch wirklich. Manchmal müssen wir ein bisschen faken. Also im Sinne von, dass dann doch mal eine Freundin mitkommt, weil Mutti krank geworden ist. Heute hat es super geklappt. Und das wird heute eine spannende Sendung und ging zumindest schon mal zum Glück ganz gut los. Espresso. Wenn ich ganz einschlafe.
Bist du am Start? So, ich zeige euch jetzt mal die Küche hier im Studio. Und zwar, hier ist immer sozusagen das Gemüseregal. Da ist ein bisschen Salat, Avocado, Zwiebel, Chili, so ein bisschen basic. Das ist immer da, das ist immer da. Hier haben wir immer Milchprodukte, Butter, Käse, Speck. Hier sind immer Brühen und solche Geschichten, Weißwein, Eier hat man hier. Große Gewürzschublade, aber die benutze ich natürlich nicht, weil... Okay, sind Bio-Tomaten und meine Hände gewaschen? Ihr kennt es, hier muss immer abgeklebt werden wegen Logo und Werbung, aber ihr wisst ja, was das ist, ne? So, hier, ne? Die sind immer dabei. Genauso wie natürlich auch hier. Pfannen und Co. Benutze ich immer nur alles meine eigenen, ne? Meine Bretter, meine Messer. Aber mittlerweile brauche ich vor den Sendungen eigentlich gar nicht mehr groß reinkommen, weil ich kenne das mittlerweile. Wie in der Westentasche, hier haben wir nochmal einen Herd, der läuft hier, Elektro, so eine Planscherplatte, so eine Grillplatte und hier sind die Teller zum Anrechnen. So, meine Damen und Herren, hier ist der Mann an meiner Seite, mein Zili Hovan. Ja. Wie ist das eigentlich nochmal entstanden? Das war doch, weil ich verletzt war. Genau, du warst verletzt und wir brauchten jemanden, der deine Regale irgendwie auswendig kennt und ich habe das 2019 angefangen. Und du warst sowieso hier, genau, ne? Ich war immer hier, ja, genau, im Hintergrund, ja. Halt, habe die Regale eingeräumt, alles abgeklebt, ja. Und da brauchten wir jemanden und ja. So, genau, da habe ich, glaube ich, meine Zerrung im Arsch gehabt. Genau. Konnte mich nicht bücken in der Sendung oder hast du immer, musstest du immer, genau, hier. Und dann habe ich die Teller noch serviert und dann, genau, habe ich den einen fallen. Ich habe fallen lassen, ja. Genau. Seitdem ist er an meiner Seite, ja. Macht Spaß. Aber googelt immer, wenn ich was nicht weiß. Jetzt haben sie ihm das Handy aber weggenommen. Ja. Hast du gar kein Handy, oder? Also ich muss es immer, sobald wir wieder aufzeichnen, muss ich es weglegen. Ja, es ist, ja, weil ich immer sage, google mal eben schnell, wenn ich Sachen nicht weiß und so, aber okay. Na, du bist eine große Hilfe, muss man sagen. Und ich mache natürlich, wir machen Flachsen immer, muss man sagen. Manche Leute denken manchmal so, oh, warum ist das so streng mit dir? Was ist reiner Spaß? Ja. Wir lachen zusammen und jetzt wisst ihr auf jeden Fall, Hovan, meine Geheimwaffe. Mal grillen den Hänsler. Ja. Hey. Haben wir eine gute Staffel bisher? Ja, haben eine mega Staffel. Steffen ist super drauf, macht richtig viel Spaß. Aber verliert nur. Verliert nur, ja. Sag es, wie es ist. Ja, heute auch wieder, ne? Nee, man weiß es noch nicht. Ja, es wird schwierig. Heute muss es über die Spiele retten. Ja, aber er ist eigentlich in Topform. Ja, und Laura auch, muss man sagen. So. Ja. Ja, richtig gut. Wir verstehen uns immer besser. Was soll ich sagen? Ja, ist so. Sagen wir es, wie es ist. Gut Ding will Weiler. Ja, ist so. Wir nähern uns an. Ja, Jonathan. Ist das Jonathan? Das ist Jonathan. Ich dachte Roland. Roland, ich habe keinen Roland. Nein. Jonathan. Nur Jonathan. Jonathan. Für mich Jonathan. Nur Jonathan. Wie lange musst du mit ihm schon aushalten, Jonathan? Ein Jahr. Ein Jahr. Das ist dein YouTube-Kanal, oder? Ja, genau. Und da machen wir viele Leute auch. Ja, wir haben 420.000 Abonnenten derzeit. Oha. Wird immer mehr. Und ab und zu streue ich also Videos ein, die nichts mit schnellen Nummern zu tun haben. Cool. So, zum Beispiel, weißt du, Magdeburg war ja auch dabei. Ja. Wir zeigen uns ein bisschen in den Kulissen. Cool. Was so los ist. Da darfst du natürlich nicht fehlen. Hier abonnieren. Genau. Also falls ich mal irgendwann bei Grill den Hänsler aufhöre, dann wechsle ich in die Jury und werde in der Mitte sitzen. Das steht jetzt schon mal fest. So, wenn die probieren, seht ihr hier die blaue Seite, da können die halt ihre Punkte dann eingeben, ist jetzt gesperrt. Und hier können sie noch mal ein bisschen hin und her switchen und irgendwann ist Schluss. Und dann können sie sich wieder hinstellen und können so gucken, ah, da steht hier oben immer, welche Punktzahl sie gegeben haben. Es wird auch immer besser gekocht, muss man sagen, vor allem von den Promis. Gut drauf, gut drauf. Mama haut gleich ab. Mama, du kannst auch hier bleiben. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sehr gut. Das war eine große, große Herausforderung. Und wir müssen sagen, wir haben vorhin so ein bisschen uns aufgeplustert und gesagt, ja, wir schlagen dich. Haben wir eigentlich selber nicht so wirklich dran geglaubt. Und deshalb sind wir gerade richtig dankbar, dass es doch geklappt hat. Ja, was gut war, ihr habt ja Safran dran gemacht. Und ich dachte auch, okay, Safran. Und da dachte ich mir, wenn der Bellini steht, kann ich keinen Safran dran machen. Aber hat keinen interessiert, aber war gut. Schon, ja, klar. Aber man hat ja heute auch gesehen, dass es auch durchaus genießbar wird. Also ja, so ein Hähnchen kann man durchaus auch mit Bügeleisen machen. Popcorn kann man auch mit dem Glätteisen machen. Boah, ich habe halt die Geschmackspalette von so einem Neunjährigen. Mein Lieblingsessen sind Cornflakes und wenn ich irgendwie essen gehe... Mit welcher Milch? Hafermilch. Ja, ja, geahnt. Die Milch so ein bisschen mit dem Föhn anfüllen, dann sind die Cornflakes so ein bisschen warm. Boah, keine Küche. Das hat super funktioniert. Was ist eigentlich hier bei dir gerade los? Ja, ich habe das Gefühl, wir sind in der Großraum. Ja, in der Großraumdisse. So, Grill den Hänsler. Habt ihr gesehen? Jetzt Dessert diesmal gewonnen, Salzburger Lockerl. Haben wir aber auch hier, schnelle Nummer. Könnt ihr gucken, Salzburger Lockerl bei schnelle Nummer gibt es. Und das Originalrezept habe ich hier gemacht. Hat für 10 Punkte von Rach. Also guckt euch das Rezept an. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Jetzt wisst ihr ein bisschen, wie es hier im Studio abgeht. Und
die nächsten Videos sind wieder Hensler schnell. Nur mal gucken. Jonathan, dieses Jahr, ne, sind wir noch ein bisschen unterwegs. Auf Tour werden wir auch ein paar geile Sachen machen auf diesem Channel. Also vielen Dank, dass ihr diesen Channel abonniert und immer so fleißig kommentiert und guckt. Ich sage jetzt, Grill Hensler, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ne?